Personal Trainerin bei Fitness for Me in Kerpen. Ich zeige euch heute mal Varianten für den Seitstütz oder Side Plank auch genannt. Der Side Plank ist eine funktionelle Übung. Das heißt, wir trainieren in Ketten, unsere seitliche Kette. Das bedeutet, alle Muskeln, die für diese Übung zuständig sind, arbeiten quasi Hand in Hand. Die Muskeln sind ja selber nicht miteinander verbunden, sondern über Faszien. Und wenn wir isoliert eine einzelne Übung für einen Muskel machen, dann wie zum Beispiel Bizeps, da arbeitet jetzt wirklich nur der Bizeps. Der hilft uns aber jetzt auch nicht bei der Körperstreckung und bei unserer Körperhaltung. Die Muskelketten wiederum tun das. Deswegen ist der Side Plank eine tolle Übung, die auch in keinem guten Training und vor allen Dingen nicht in keinem guten Rückentraining fehlen sollte. Bei dem Seitstütz gibt es verschiedene Varianten. Ich zeige euch erstmal die einfachste Variante. Was alle gleich haben, ist, dass der Ellbogen unter der Schulter sein sollte. Nicht irgendwo da hinten, sondern wirklich unter der Schulter. Bei der einfachsten Variante legst du die Beine übereinander und die Beine, die Füße nach hinten, sodass der Oberschenkel und der Rumpf eine Linie ergeben. Einatmen und mit der Ausatmung bringst du deinen Körper nach ganz oben. Das heißt, wir haben hier ganz viel Luft dazwischen. Schulter ist weit weg vom Ohr, Bauchnabel ist wie immer leicht eingezogen und einfach nur halten. Wenn du diese Variante schon zu leicht findest, könntest du dein oberes Bein noch wegstrecken. Wer dieses schon öfter gemacht hat, wird wahrscheinlich sagen, das ist mir zu einfach. Die Füße übereinander, ausatmen, langer Hebel, wieder Becken nach oben. Wenn du möchtest, mit deinem Arm noch, der zieht dich quasi nach oben, ganz viel Platz zwischen dir und dem Boden und statisch zum Beispiel einfach nur halten. Wenn dir auch das zu einfach ist, nimmst du das obere Bein noch mit nach oben, noch ein bisschen schwieriger.